Willkommen zurück zu Pokémon in der schwarzen Edition. Ja, ich bin total begeistert. Ein wildes Famicula erscheint. Und jetzt habe ich es 3 Wochen nicht gespielt, das Spiel, und ich weiß nicht mehr, wie ich diesen Typen hier besiege. Deswegen gehe ich jetzt erstmal mit Schaufler dran und gucke mal, ob das jetzt effektiv war oder nicht. LOL! Oh, Kiffer ist abgewehrt. War Schaufler jetzt effektiv oder nicht? Nee, es war nicht effektiv, aber es funktioniert. Die Metallklaue. Ah, okay. Er hat aber etwas Effektives gegen mich. Ich glaube, er hat eine höhere Initiative. Ich hoffe mal, es funktioniert, aber... Nein, die Metallklaue werden mich jetzt töten. Ein Volltreffer auch noch. Geil. Richtig geil. Dann nehmen wir den Andreas. Denn wir müssen unsere Pokémon ganz schön nach oben bekommen. Ich hoffe mal, Andreas, dass du ihn ein bisschen mit dem Eiszapfhagel einfrieren kannst. Nörscher interessiert mich nicht. Verteidigung sinkt. Aber egal, Eiszapfhagel. Das ist nicht sehr effektiv. Okay. Gut, dann haben wir es auch schon mal geklärt. Dann nehme ich den Corti-LP. Ich hoffe mal, dass der dann effektiv war. Den Corti-LP, den Darklink meine ich. Käferbiss, leckt mich doch. Das ist nicht sehr effektiv, das wollte ich doch wissen. Nitroladung. Das ist sehr effektiv. Gut, dann war das das. Aber ich sehe gerade, wir haben so derbe jetzt welche auf den Schädel bekommen. Ich sollte jetzt wirklich erstmal hier wieder raus. Und Darklink hat auch noch ein Level abbekommen. Ich glaube gar nicht, dass ich hier rauskomme, oder? Oder? Das lässt sich hier nicht einsetzen, verdammt. Okay. Ich renn raus. Ich renn raus und hau ab. Kann ich es hier einsetzen? Nein, nicht Pokédex. Pokémon. Oh, lässt sich hier auch nicht einsetzen. Ah! Machen wir so, 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 so und so. Hier rüber. Hier lang. Hier entlang. Ich muss echt meine Pokémon erstmal leveln. Alle muss ich mindestens auf Stufe 50 bekommen. Ansonsten werde ich mich ganz schön ärgern. Ich habe das auch gelesen, dass ihr dann da entsprechend gelevelt habt. So. Jetzt kann ich fliegen zum nächsten Pokécenter, ne? Ach da, zur Pokémon-Liga kann ich auch fliegen. Macht natürlich auch Sinn, aber... Ne, Twin Drake City. Das macht, glaube ich, mehr als alles andere Sinn. Erstmal die Pokémon wieder hochheilen. Dann genau überlegen, wie ich das am besten angehe. Weil ich muss ja meine Pokémon wirklich komplett alle hoch haben. Und dann damit entsprechend an das Ganze rangehen. Ich weiß echt noch nicht, wie ich das Ganze machen soll. Also, außer Leveln kann ich jetzt nichts machen. Frag mich nur, wie level ich am besten? Ich glaube, wenn ich von oben nach unten gehe, glaube ich, macht mehr Sinn. Ich fliege einfach mal nach oben. Gut, das geht.
Gut. Okay. Dann müssen wir jetzt Pokémon mal gucken. Wer hat denn jetzt hier EP-Teiler? Der hat EP-Teiler, der hat EP-Teiler. Wie hat der einen EP-Teiler? Was hat der denn für ein Item? Nehmen. Glücksei. Okay, gut. Das heißt, den EP-Teiler hat er. Und er Kev-Game braucht es jetzt nicht. Das heißt, das Item können wir nehmen. Und können jetzt ihm ein Item geben. Das war den EP-Teiler. Ja. Ich habe schon gesehen, in späteren Pokémon-Teilen, also beispielsweise XY, ist der EP-Teiler allgemein. Das heißt, dass alle Pokémon, die man dabei hat, sammeln Erfahrungspunkte. Muss ich sagen, finde ich ehrlich gesagt bei weitem besser. Aber ich kann ja jetzt hier noch herausfordern. Dort unten scheint ein Item zu liegen. Aber der Abhang ist wirklich furchtbar steil. Und bei dem Gedanken, da hinunter zu rutschen, wird mir schlecht. Geil. Ein Nugget gefunden. So, jetzt sind wir mal komplett abgerutscht und sind jetzt hier. Drachenklaue gefunden. Schön. Ja, da haben wir kein Drachen-Pokémon. Dafür haben wir jetzt ein Problem. Erst verlaufe ich mich hier und jetzt läuft mir ein Trainer über den Weg. Wenn das mal kein Kampf wert ist. Wenn ihr nicht immer irgendwelche dummen Sprüche drauf hättet, wäre das viel einfacher, dass man nicht, sag ich jetzt mal, irgendwie so einen Kotzkrampf kriegt. Schwarzgurt Even. Irokex wird in den Kampf geschickt. Ach verdammt, ich habe Professor David noch drin. Ach du Scheiße. Ich glaube, ein... vergräbt sich in der Erde. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das gegen den Irokex jetzt effektiv war. Turmkick ein, aber egal, die Attacke wehre ich ab. Wird? Der hat sich gerade selber verletzt? Warum hat er sich selber versetzt? Okay. What the fuck? Der geht ja ab. Das war jetzt das Ende für Professor David. Mach mal eine Nitro-Ladung, komm. Das war jetzt echt krass. Ja, meine Initiative steigt. Irokex wurde besiegt. Oh, Anime-Fan, das war jetzt aber böse, ne? Lin Fu ein. Nee, wir kämpfen mal weiter. Lin Fu, dich mache ich auch so platt. Flammenwurf, auf das du brennen sollst. Oder so. Andreas erreicht Level 47. Schwarzgott Even setzt als nächstes Meistergriff ein. Möchtest du dein Pokémon wechseln? Nee, wir möchten weiterkämpfen. Aber warum habe ich jetzt noch den Andreas da drin? Verdammt. Oh, das war der. Machen wir erstmal einen Flammenwurf, komm. Brenne er. So brenne er. Er brennt. Wutschlag. Wow! So, und dann machen wir noch eine Nitro-Ladung und dann passt das. Und tschüss. Ich weiß nicht eigentlich, wenn die irgendwie nochmal zum Gegenangriff kommen, gibt es dann mehr EP? Guckt euch das mal an, was ich an EP bekomme. Uff, das habe ich davon, wenn man sich verlaufen hat. Sollte man nicht kämpfen. Auch noch eine Sache, die ich sehr positiv fand bei X und Y, also bei den späteren Teilen, wenn die einen Spruch gesagt haben, man wurde nicht sofort übersprungen. So, jetzt gucke ich mal ganz kurz. Also, der Andreas hat noch ein Item. Das heißt, das Item nehmen wir ihm mal weg.
nehme das Item weg von dem Corti, Federfossil. Und geben ihm Item... EP-Teiler. Kann ich ihm jetzt noch für ein Item geben? Wenn er mal zum Angriff kommt. Eines uralten Pokémon von dem anderen. Fluchtseil, nein. Sternstück. Er zieht einen hohen Preis, wenn man ihn verkauft. Schöner roter Sand, der sich seidenweich anfühlt. Er ist von hohem Wert. Brauche ich aber alles nicht. Donnerstein. Eine Entwicklung aus. Ja, ich habe kein Donner-Pokémon. Großen Wert, ein Nugget, Leuchtstein. Hey, euch ein Pokémon hilft bei der Evolution. Blattstein, Blattmuster und Riesenpilz. Pilzliebhaber, ein Herzschuppe, Regenbogen, Mondstein. Okay, gut, ich kann ihm kein Item geben. Besonders weil meine Pokémon auch schon so gesehen. Ach! Nein! Seh die Mantur! Und jetzt könnte ich gerade den Professor David gebrauchen. Das ist doch zum Kotzen! Oh mein Gott. Eiszapfhagel. Mach ihn platt. Gewählenkraft. Das war so nicht geplant. Das ist sehr effektiv. Das dachte ich mir schon fast. Ich krieg nochmal Eiszapfhagel. Wir müssen den Sedimantur jetzt schnell platt machen. Ansonsten böse, böse, böse. Okay. Forte EP erhält 254. Genau, jetzt funktioniert es. So wie ich es haben wollte. Schnell raus hier. Halt, Moment, das ist das. Was? Nein! Ein Linfu! Ein Linfu erscheint. Ein Linfu. Okay, Linfu ist kein Ding. Krieg ich hin. Andreas, das machst du. Machen wir das Linfu platt. Ableithieb. Was? Heilt er sich damit hoch? Sehr effektiv? Oh, shit. Oh. Trotzdem wurde Linfu besiegt. Finde ich gut. Gibt aber nicht sehr viele Erfahrungspunkte, ne? Das darf man jetzt auch nicht vergessen. So, Beutel. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz, Hauptbeleber, habe ich noch einen einfachen Beleber? Ja, habe ich noch, gut. Einsetzen beim Professor David. Okay. Und jetzt, Hyperheiler, nein, Eisheiler, Protein, Heilpuder, Puder, Supertrank. Weiß gar nicht, hilft der Supertrank 50 bei ihm? Ja, bei ihm hilft es. Ja, bei ihm, komm, machen wir zwei bei ihm. Das muss reichen. Und dann noch hier 50. Wunderbar. Und runter hier. Boah, wir sind safe. So war es, wie gesagt, nicht geplant. Halt, in die Richtung. In die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, in die Richtung, in die und... Ernsthaft, das geht nicht. Gut, man hätte es auch einfach haben können. Na, egal. Ich bin halt troh, ich bin manchmal ein bisschen neben der Spur. Aber wo ist denn jetzt die Stelle, wo man hier so gut farmen kann? Mann! Jetzt zeigt sie mir! Ne, hier nicht. Das war, wenn dann... Hier, genau. Hier soll man gut farmen können. Juhu, hallo. Wo sind denn meine Pokémon? Hallo. Ah. Was bist du denn? Karadonis. Na, komm mal her, du Karadonis. Du wirst den Professor David erwischen, ja? Professor David, setz Schaufel ein. Oh. Die Heimzahlung.
Gut, positive ist, er setzt irgendwas ein, aber es funktioniert nicht. Negative ist, ich glaube, ich setze damit viel Schaden bei ihm anrichte, oder? Ah, dachte ich mir schon. Wir wechseln mal das Pokémon auf den Darkling. Komm zurück, Darkling, komm. Wir müssen jetzt wirklich hier sehr viel mit EP-Teiler arbeiten oder so. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Müsst halt auch wissen, wie ich jetzt noch da die ganzen Level nach oben kriege am besten. Ich muss auch meine Pokémon anders sortieren. Ein Volltreffer. Wurde besiegt. Gut. Ich werde jetzt dann in den nächsten Folgen hier ein bisschen EP farmen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Truhaut rein. Tschüss.